Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot. Im dritten DLC, Folge 5 sind wir schon. Wer die ersten Folgen nicht gesehen hat, schaut sich unbedingt an. Denn es hat einen guten Grund, warum wir jetzt Trunks sind im Teenageralter mit Schwert am Rücken. Puh. Es war sehr, sehr hart, letzte Folge. Bin ich ehrlich. Ich hoffe, diese Folge wird leichter, denn wir suchen Material für unsere Mutter Bulma. Und Chi-Chi soll uns die Informationen geben, wo sich das Material befindet. Und da gehen wir natürlich mal rein, würde ich sagen. Ne? Ab zu Chi-Chi. Wie geht's ihr eigentlich, ne? Trunksy! Wie geht's ihr eigentlich nach dem Son Gohan-Vorfall? Weißt ihr es schon? Weißt ihr es? Hm. Mama braucht Hilfe, ja? Ja, solange die Cyborgs nicht kommen, ist alles gut, natürlich. Gut geht, ja. Bulma geht's auch toll, ja, natürlich. Und wir brauchen eine Hilfe, genau. Und zwar suchen wir einen reinen Kristall. Auf diesem Berg, okay. Maschinen unterwegs. Roboter, ja, haben wir schon gesehen. Hm. Okay, einfach mal die Roboter besiegen, während wir suchen. Chi-Chi? Nein, wir werden nicht verletzt. Keine Angst, keine Angst, keine Angst. Chi-Chi, alles ist gut. Und Chi-Chi kann doch auch... Gohan hat mich trainiert. Gohan! Wir schaffen das. Ja, wenn wir Probleme haben, kommen wir euch gerne zurück, ne? Ja. Wir sind genauso selbstbewusst wie Gohan natürlich. Und wir schaffen das, Leute. Wir kriegen das hin, natürlich, das Material zu suchen. Das Material befindet sich... Ich habe keine Ahnung, wo ist das Material? Wo ist der Streifen? Wo ist mein Streifi? Hier oben. Okay. Was wir auch nicht vergessen dürfen, Leute, ist natürlich zwischendurch zu gucken, ob es Nebenmissionen gibt. Denn ich will natürlich alle Nebenmissionen machen. Ne? Ich will das DLC hier ganz, ganz entspannt durchspielen, wollte ich sagen. Ich habe keinen Stress, Leute. Das ist vielleicht das letzte DLC und wir wollen nicht im letzten DLC uns irgendwie einen Stress machen oder so. Ne? Wir wollen es in Ruhe durchzocken und genießen. Ne? Ganz klar. Ich bin auf Level 39 gesehen. Ich habe ein bisschen trainiert. Ich habe 2 Level-Ups gemacht. Und ja, lass uns mal überraschen, was so passiert. Wahrscheinlich müssen wir jetzt ordentlich Roboter auslöschen. Hm, hier irgendwo soll es sein. Kann man hier rein? Nö. Hm. Ich werde auch nicht drum rumkommen, wahrscheinlich die Roboter zu besiegen. Ja, okay, die sind unsere Hauptroboter. Die haben Rinderteufel und Chi-Chi-R gemacht. Die müssen wir auslöschen natürlich. Und wir haben auch eine richtig geile neue Fähigkeit. Und zwar die Brandattacke. Die einfach alles gefühlt one-hitten kann, fast schon. Sehen die einfach? Einfach ein bisschen Brandattacke spammen. Ein bisschen Nahkampfangriff. Und die Roboter sind fast im Arsch. Fertig. Also es ist jetzt so wie bei Vegeta, der hat auch so eine große Attacke. Ui, das war viele Erfahrungspunkte. Ja, yeah, Level Up, sehr gut. Level 40, wichtig. Wie gesagt, je höher wir leveln. Oh, wir haben auch richtig geile Sachen bekommen. Oh, ich kann es gar nicht auswählen. Scheiße, ich habe einen Text. Material finden, ja. Jetzt das Material finden. Sammel das Material ein. Liegt das hier unten vielleicht direkt? Ist das so ein Zeichen einfach? Nee, das sind Krebse. Wo soll ich jetzt das Material finden? Hm. Immer wieder Gegner in der Nähe. Aber das... Wenn ich hier hin muss, kann es doch nicht oben drauf sein zum Beispiel, oder? Das muss doch hier irgendwo unten sein, oder? Oh, die Kugel brauchen wir auf jeden Fall. Hm, ein Kristall. Eigentlich ist es ja immer so. Komme ich in den Wasserfall rein? Ja. Eigentlich ist es immer so, dass das Ganze sich in Höhlen befindet. Aber ich sehe hier gefühlt gar nichts. Hm. Eigentlich muss man ja oft... Ah, genau. Eigentlich muss man oft solche Kristalle zerstören. Eisen, Eisen, Erz. Hm. Hier ist noch einer. Silber? Hm. Das war schon mal schlecht. Das suchen wir nicht. Hm, was liegt hier unten noch?
rumgekrebst, ja wieder nur. Wo finde ich jetzt das Material? Es muss ja irgendwo hier rumliegen. Aber ich sehe sonst keinen Kristall mehr. Das ist echt schwer. Ist an der Wand einer? Nö, auch nicht. Aber ich hasse solche Suchsachen, ne? Irgendwo hier muss ein Kristall sein. Ich sehe aber keinen. Das ist ein Dino. Was wir auch machen können, ist natürlich jetzt mal ganz, ganz wichtig, Leute. Bei unserem Charakter neue Fähigkeiten lernen. Wir sind Level 40, wir haben jetzt ordentlich Punkte bekommen. Wir können zum Beispiel jetzt die Brandattacke verbessern. Diesen großen Kristall, den ihr vorher gesehen habt. Richtig geil. Super Saiyajin verbessern, wird es nicht so viel Sinn machen. Die Schwertattacke verbessern. Jo, wäre auch geil. Den Betäubungsschaden erhöhen ist auch nicht schlecht. Wie gesagt, man muss natürlich alles irgendwie lernen. Ne? Man muss stärker werden. Und die Fähigkeiten freischalten. Das heißt, ich sollte bei Super Saiyajin jetzt auch noch machen. Zack. Super Saiyajin. Alles freigeschalten. Super Saiyajin aktiviere ich im Kampfgefühl gar nie. Weil das noch der blöde Super Saiyajin ist. Was heißt der blöde Super Saiyajin? Dass das der Super Saiyajin ist. Das ist so geil, ne? Ich liebe diese Brandattacke. Einfach spammen, Gegner tot. Ich liebe es. Natürlich, er macht die neue Schwertattacke. Bam. Zack. Bam. Yeah. Der lebt halt noch immer. Warum lebt er noch? Verteilt er sich auch noch. Wollt ihr mich mopsen? Wieder was gelöscht. Auch besiegt. Und... nicht besiegt. Keine Brandattacke mehr übrig. Yeah. Und dann. Huf. Die Roboter besiegen sind nicht schwer, ne? Und man kann auch gut leveln dabei. Das ist nur die große blöde Frage. Wo ist dieser scheiß Kristall, ne? Weil, wie gesagt, es ist oft so eine Suchmission. Wir haben auch schon mal Ewigkeiten rumgesucht bei einem... bei einem Hashtag Namen vergessen. Bei einem goldenen Hörnchen haben wir auch schon mal ewig rumgesucht. Wie gesagt, man muss diese Kristalle abschießen oft. Aber ich sehe halt hier einfach nur zwei. Ich sehe halt einfach sonst keinen. Das ist echt nicht so einfach, diese blöden Kristalle mal zu sehen. Ein bisschen höher fliegen vielleicht? Irgendwann ist ja auch die Map zu Ende. Irgendwann kann ich nicht mehr höher. Ich sehe keinen Kristall. Ja, hier geht's schon zur Weltkarte. Wo könnte dieser Kristall noch sein? Oh, ich hasse diese Sucherei immer, ne? Ich hasse sie einfach. Hier liegt auf jeden Fall was. Das könnte das sein, ne? Das könnte das sein. Genau, es könnte auch so ein Item sein, was am Boden liegt. War klar. War klar, ne? Natürlich ist es der Kristall, der am Boden liegt, ne? Das ist immer so eine Sache, wie gesagt, die ganzen Sachen zu finden, ne? Hä? Ich bin noch immer hier? Muss ich jetzt zu Chichi zurück? Ah, Chichi berichten wahrscheinlich, dass wir die Monster ausgelöscht haben, könnte es sein. Ich weiß nicht, warum wir sonst zu Chichi zurück müssen. Wie gesagt auch, ne? Ich genieße das DLC, ich werde es in Ruhe durchspielen. Es könnte das Letzte sein, ne? Und deshalb immer alles schön entspannt, weil der rusht nicht durch, wenn ihr es selber spielt. Sondern genießt es einfach. Ihr habt doch keinen Stress, ne? Übrigens auch bei der E3 wurde leider kein neues Dragon Ball Spiel angekündigt. Ich habe, was ich wollte und die Roboter besiegt. Wir werden ein richtig guter Krieger, ja. Und durch Dank Gohan sind wir so stark geworden. Immerhin ist der Ring der Teufel noch am Leben, ja. Bulma arbeitet sehr hart an etwas, ja, aber das ist geheim. Was? Noch nicht geheim? Er hat Zeitmaschine gesagt. Bulma ist ein Genie, auf jeden Fall. Zurückreisen, Son Goku Medikament geben, damit er nicht stirbt. Richtig. Sie werden wieder lebendig, ja? Aber nicht hier. Hm? Hier nicht. Ja, immerhin geht es an der alten Chichi besser. Das stimmt. Und sie ist ein bisschen neidisch. Oh. Ich wünschte, wir könnten was ändern, aber leider geht es nicht. Ne? Und ja, wir kümmern uns natürlich weiter um Bulma. Und grüßen sie natürlich von Chichi. Ne? Kein Problem. Machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Ne? Zurück nach Hause, denn ich will unbedingt heute noch, wenn es funktioniert,
Zeitreisen, Leute. Ich will Zeitreisen unbedingt. Ich will da rein. Ich will zurück in die Vergangenheit. Wo ist Cell? Wir müssen noch wahrscheinlich Mecha Freezer auslöschen. Hier sieht man auch Cell, by the way. Also wir haben einiges noch zu tun. Und ich bin so froh, dass das dritte DLC hier sehr, sehr lange geht. Ich glaube, 8 bis 10 Spielstunden. Mega geil. Habe ich Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ne? Däumchen nach oben. Kommentieren. Und Leute, vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine Folgen zu verpassen. Dann müsst ihr euch das nicht selber kaufen. Und könnt es euch bei mir angucken. Wie gesagt, bisher einfach nur ein geiles DLC. War bisher aber auch sehr, sehr traurig. Ich hoffe, es wird bald wieder lustiger. Ne? Wir werden ja einige Sachen mit Trunks machen müssen. Eben beim Zurückreisen dann. Gibt es ja Cell, da gibt es den Mecha Freezer, da gibt es den Moment, wo wir Goku testen, ob er wirklich so stark ist. Das müsste theoretisch alles auf uns zukommen. Und ich bin einfach nur unglaublich gespannt. Ne? Okay, wir haben jetzt den scheiß Kristall. Hat ein bisschen lang gedauert, ihn zu finden, aber wie gesagt, ihr dürft echt bei dem Spiel keinen Stress haben. Genießt es einfach, dass wir noch ein DLC haben, denn das Ganze ist halt nicht selbstverständlich. Wir haben den Kristall für dich, Mama. Ja, es hat sie alles, okay. Chi-Chi und ihrem Vater geht sehr gut, außer Son Gohan ist halt, naja. Öfter mal vorbeischauen, ja. Ja. Ja, Son Goku retten, zurück in die Vergangenheit, ist das Wichtigste überhaupt, ne? Ja, wir müssen es versuchen. Wir müssen es versuchen, eine neue Zeitlinie zu erschaffen. Die, wo die Cyborgs dann besiegt werden. Ein paar Tage später. Oh, sie ist fertig. Die Capsule Corp Number One. Zeitmaschine. Oh, könnt ihr euch erinnern, wie da Goku, Vegeta und Trunks reingequetscht waren? Sie hat's geschafft. Yeah. Können wir jetzt echt rein? Energie reicht für die Hin- und Rückreise. 20 Jahre in der Vergangenheit, okay. 8 Monate zum Laden. Ja, stimmt, ja. Sie hat nicht alle Materialien, die sie will, ne? Nee, du schaffst es nicht. Nein, du schaffst es nicht, Trunks. Zurück in die Vergangenheit. Eilmeldung? Westlichen Hauptstadt. Oh oh, das ist in der Nähe. Nicht Trunks! Nein, nicht Trunks! Nein, Trunks, nicht kämpfen! Oh Mann, ich wollte in die Zeitmaschine steigen. Trunks, du wirst verrecken, Mann! Nein! Nein! Ich hab Schiss, dass Trunks jetzt was zustößt. Ich will nicht hin! Trunks, hör auf! Du bist nicht stark genug, Trunks. Leute, wir werden verrecken. Wir werden verrecken. Hätte ich jetzt trainieren müssen wieder? Ich weiß es nicht. Wir werden verrecken. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, ne? Ich habe kein gutes Gefühl dabei, da jetzt reinzugehen. Blöde Idee, Trunks. Blöde Idee. Alle getötet, lass uns zurückgehen. Sieh, die wollten gerade gehen. Die wollten gerade gehen. Warum, Trunks? Musst du da jetzt reinfliegen, Alter? Heute wird das Töten ein Ende haben. Ja, er sollte mal aufgeben eigentlich. Nein, ich muss gegen die kämpfen! Oh Gott, Bruder, muss los. Erstmal schön eine Brandattacke draufwerfen schon mal. Am Anfang bewegen sie sich so wenige. Ja, gute Brandattacke. Aua. Ich finde es gerade aber echt beschissen, dass ich die angreifen muss, ne? Ich finde das echt eine beschissene Idee, Trunks. Oh nein! Jetzt sind sie sauer. Wenn sie sauer sind, muss man ganz schnell los, Bruder. Ihr seht sie so leuchten, ne? Da musst du schnell weg. Und jetzt kannst du wieder draufschießen. Diese Brandattacke ist halt einfach sexy, ne? Du kannst auf den Fernkampf angreifen, einfach draufschießen. Ist eine wirklich geile Sache, muss man sagen. Oh Gott, sie leuchten wieder. Trunks, die Verteidigung! Verteidigung, Verteidigung! Nein, Verteidigung gebrochen! Trunks, hau ab, Mann! Warum muss ich jetzt hier kämpfen? Das war so dumm, Mann. Trunks, du bist einfach nur dumm, manchmal. Ich kann mich nicht verteidigen.
Also manchmal Trunksy, ne? Bist du nicht der Schlauste. Du hast so eine blöde Idee, Alter. Warum bist du nicht einfach in die Vergangenheit? Warum bist du nicht einfach in die Vergangenheit? Ey, die sind gerade zu schnell hier. Ich komme nicht ran, ne? Aua, aua. Oh Gott. Oh Gott, sie leuchten schon wieder. Warum, Trunksy? Warum? Ich sag nur warum. Mehr sag ich nicht. Oh Gott, sind die schnell. Muss mir in den Nahkampf gehen. Warum, Trunks? Warum? Keyladen, Keyladen, Keyladen. Aufpassen, aufpassen. Sie leuchten wieder, sie leuchten wieder. Ach, Trunks, ich hasse dich gerade dafür, Alter. Wir waren schon am Weg in die Vergangenheit, Alter. Und jetzt das, Alter. Muss echt aufpassen, die Dame ist echt stark, ne? C18 darf man nicht unterschätzen. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ah, dieser Doppelangriff ist so nervig, ne? Wenn die beiden im Key-Modus sind, so wie jetzt gerade, dann kannst du nur noch abhauen, ne? Du kannst nur noch abhauen. Bloß nicht reingehen in den Nahkampf. Oh Gott, mein Spiel gerade geleckt, so hart war das. Mann! Mann! Ihr Nervensink! Mann! Die sind so stark, wenn sie ausrasten. Lass doch mal wenigstens den einen besiegen, ey. Mann! Er ist einfach zu schnell, ne? Lass mich doch mal einen besiegen, Mann! Ja, 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 ja. Wir haben den ersten. Oh, C80 ist auch fast tot. Ich sag's euch doch, die Superbrandattacke ist so OP, ne? Weil du halt mehrere Gegner triffst, ne? Weil du einfach mehrere Gegner triffst. Das ist so OP. Alter, die hat die... Oh Gott, ich habe einfach die C18... nebenbei besiegt, ihr habt es ja gesehen, ich habe ja meinen Fokus drauf gelegt, C17 zu besiegen und nebenbei C18 besiegt. Mega geil. Level 42, neuer Angriffsfertigkeitsbaum. Okay, die Cyborgs haben jetzt aber echt leicht besiegt, muss ich sagen. Also ein großer, großer Erfolg, aber die ist noch lange nicht tot, ne? Hau ab, Trunks. Hau ab. Es war gut, aber hau ab. Die haben noch nicht mal voll, die haben noch nicht mal richtig gekämpft. Die haben unendlich Ki. Du kannst sie nicht besiegen. Mann. Kleiner Mann, Trunks, mach jetzt keinen Scheiß, Alter. Nazeta. Nanno tameni ninnen wo osou? Dr. Gero wa sekai seifuku no tameni oretachi wo tsukutta you da ga. Sowas von egal. Ninnen wo miru to hara ga tatsu nda. Die sind so böse in dieser Zukunft, Alter. Ja, er ist ein Vollidiot. Ich sag doch, wer ist in die Zeitmaschine gestiegen, Alter? Sie lassen ihn leben?
Ja, du hast aus Gohans Tod nichts gelernt, Alter. Gar nichts. Du kannst froh sein, dass die dich leben lassen. Du kannst einfach nur froh sein, Alter. Die hätte ich jetzt einfach töten können. Du bist so ein Vollidiot, Mann. Trunksy! Bruder! 5 Tage im Koma, lol. Endlich geh in die Vergangenheit, ja. Ab in die Vergangenheit, Bruder. Hope. Herzmedikament, ja, sehr wichtig. Das ist das Wichtigste überhaupt. Alles für den Arsch, wenn du es ihm nicht gibst. Hau rein, Trunks. Hau rein. Ab in die Vergangenheit. 20 Jahre zurück, Leute. 20 Jahre. Oh! Hey, ich wollte ihn töten! Nein! Egal. Mecha Freezer ist tot. Easy ist seine Kampfkraft gezeigt. Okay, er hat ihm auch alles erzählt und Medikament gegeben. Was? Wie jetzt? Wir sind instant zurück? Wir haben alles übersprungen? Okay. Wir haben den Mecha-Freezer-Kampf übersprungen, den Son Goku-Test. Wir haben alles übersprungen? Lol. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hat die Zeitmaschine funktioniert? Jo, zum Glück, ne? Son Goku treffen, Medikament geben, ja. Nee, war alles gut, ne? Bulma macht keine Fehler. Eine jüngere Version von dir. Son Gohan, Krillin und natürlich Vegeta. Hm. Ah, sie war schon hübsch, ne? Mhm. Ja, eine Mutter weiß, wer ihr Kind ist. Vegeta ist ein harter Kerl. Einschüchternd. Und der Stolz. Ja, nicht viel reden, ja. Sonst weiß er ja, wer du bist, ja. Ja, stimmt. Damals war er ganz anders, ja. Ja. Schwieriger Mensch. So, Okay, also wir müssen jetzt quasi trainieren wahrscheinlich, Nebenmission abschließen und wenn wir bereit sind, können wir dann wieder zurück, ne? Trainingsplatz freigeschalten. Rede mit Bulma, wenn du bereit bist, die Vergangenheit zu reisen. Okay, also jetzt könnten wir sogar instant zurückreisen. Gibt es jetzt Nebenmissionen? Nein. Ach, schade, keine Nebenmission. Aber wenn wir bereit sind, könnten wir jetzt reisen. Werde ich aber auf keinen Fall tun, Leute, denn ich werde jetzt erstmal trainieren gehen. Es gibt jetzt ein Trainingsplätzchen. Also, wisst ihr, wo die waren, ne? Rauszoomen. Ja, genau. Also, A, gibt es die ganzen Maschinen, die man besiegen kann, als diese Roboter abschießen, ne? Und dann B, ja genau, hier zum Beispiel ist ein Trainingsplatz. Ich markiere ihn mal. Bei diesem Trainingsplätzchen... Da hinten, genau. Bei diesem Trainingsplätzchen müssten wir neue Fertigkeiten lernen können. Ich gucke mal kurz hin mit euch noch gemeinsam. Ein bisschen Robotern hier ausweichen. Ja, wir könnten auch die Roboter, wie gesagt, holen, ne? Und dort ein bisschen rum... das einsammeln, zum Professor bringen und so weiter. Aber was können wir hier jetzt lernen, ne? Neo-Sturzflug-Hiebkick und Super Masenko.
Trunks versus Trunks. Okay, okay, also das könnte ich lernen hier. Mehr kann ich gerade nicht lernen. Aber das könnte man schon mal mitlernen. Ist mal ein bisschen stärker. Ich werde das mal kurz machen, würde ich sagen. Und dann wahrscheinlich geht's ab wieder in die Vergangenheit in der nächsten Folge, Leute. War ein kurzer Ausflug in die Vergangenheit, diese Folge. Aber hey, nächste Folge sind wir auf jeden Fall länger in der Vergangenheit, hoffentlich. Und werden richtig hart reinhauen mit Trunks, mit Son Goku und so weiter. Bam! Leute, wer das nicht verpassen will, gerne kostenlos hier abonnieren. Schaut auch gerne rein in mein komplettes Let's Play. Ich habe das Spiel von Anfang an gespielt, dann DLC 1, DLC 2, alles in einer Playlist. Schaut da gerne rein, auch bei Dragon Ball Legends und so weiter und so weiter. Noch einen wunderschönen Tag, haut da rein, bis zum nächsten Mal und ciao.